Motorraum ist schon ein bisschen im Weg, ne? Ja, aber ich schaue eigentlich an der Motorraum rechts vorbei, das ist sogar sehr gut, weil man hat doch leicht rechts versetzt. Ja. Eigentlich gut. Ja, beim Monemog 6 sollte volle bremsen. Dann kriegt der 4-Elfer vorne. Nicht nur die Unkrautbekämpfung, sondern durch das Bodenlockern in der oberen Schicht werden die Kapillare unterbrochen und dann trocknet der Boden nicht so aus. Und das ist halt jetzt ein riesen Vorteil, dass die Feuchtigkeit so drin bleibt. Also das Problem ist, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Wir stammen ja eigentlich aus dem Gemüsebau. Da wird zwar viel gehackt, aber mit dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und der war bis letztes Jahr konventionell. Und jetzt müssen wir anfangen als Hacken. Unkrautbekämpfung und Bodenlockerung. Und jetzt müssen wir erst mal die Technik, die eigentlich altbewährt ist, ausprobieren. Und es sind ganz andere Böden wie bei uns daheim im Knoblauchsland. Wir haben sandige, ebene Böden. Und die sind doch ein wenig schwerer. Und jetzt müssen wir halt ein wenig basteln und dann schaffen wir das schon. So, bis jetzt eigentlich nur 5 Liter kriegen, das ist viel zu wenig. Und jetzt haben wir neulich einen Starkniederschlauch mit 20 Liter gehabt, das war sehr gut. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir mit dem Hacken und mit der Arbeit hinterherkommen. Jetzt so genau, da muss ich hart zum Fahren, also muss man schon ein Vollprofi sein. Aber da gibt es dann, der sagt, das wird schon. Da sammeln wir schon die Erfahrung. So, jetzt probieren wir es nochmal. Aber das hat es jetzt richtig schön rausgearbeitet zu Mosai. Mhm. Der ist hier heute Nacht, ne? Das ist perfekt. Herbert hat sich rendiert. Der nicht. Der hängt noch. Das ist weg. Passt. Selbst das Gras, das war der Vorkultur noch. Ja. Der ist gearbeitet ja auf ihrem 4-Elfer auch so ein Schmatzer. Das wär schon richtig geil, ne? Das stimmt schon. Cabrio und dann schön langsam durchfahren. Ja. Ja, darum haben wir ja einen Betrag. Das ist ja fast. Fast genau. Fast genauso. Vielleicht noch geiler. Audi, ja. Der Papa ist ja auch ein guter Bulldog-Fahrer, also von dem her. Mach mir keine Gedanken. Wunderbar, das ist ein Jugendtraum von mir, den ich in der Beruf
Sachsen und dann haben alle Mächte nicht schön. Und der deutsche Frieden. Hält zwar 1100 Rano in der Sammlung, aber der 900er passt schon mal. Zum Haken ideal. Das Video auch schon wieder gut. Aber nächsten Sonntag gibt es ein neues. Das Abo nicht vergessen, dass ihr es nicht verpassen könnt. Und das gibt es im Shop. Ein Mock und einen Truck. Dem gehen wir nicht her. Aber das wisst ihr selber. Also in dem Sinn, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.